Und herzlich willkommen zur 6. Folge der Erzgebirge Aue Karriere auf Erzler Games. Und heute geht es in den letzten Monat vor der Transferphase. Und danach geht es in die Transferphase und da könnt ihr mal richtig reinhauen. Und bevor ihr jetzt sagt, ich manipuliere etwas und betrüge etwas, ich muss euch was gestehen. Ich habe beim letzten Mal vergessen zu speichern, bevor ich eben hier die Anwendung geschlossen habe. Und dementsprechend hat es den FIFA 20 Speicherstand nicht übernommen. Jetzt habe ich hier tatsächlich schlechtere Ergebnisse in den letzten Spielen, als wir sie eigentlich auch in den Videos hatten, mit einer 13-0 Niederlage gegen St. Pauli und gegen Bochum mit einer 2-1 Niederlage. Und die Talente, die ich in der letzten Folge hier angenommen habe, haben sich auch geändert. Es sind zwar immer noch zwei Talente, aber es sind zwei andere Talente. Das seht ihr ja auch im Namen. Wir haben ein Torwarttalent mit Kai Klein und mit Maximilian Prott, ein Innenverteidiger-Talent. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel, ich bin aber ehrlich mit euch, deshalb sage ich euch das und jetzt geht es wirklich in die Folge rein. Und das erste Spiel in dieser Folge ist gleich ein richtiger Brocken, und zwar gegen Hannover 96. Hannover 96 ist momentan Fünfter in der Tabelle, aber ihr wisst genau, die können noch mehr von ihrer Mannschaft her und dementsprechend ist das ein Spiel, was wir selber zocken werden. Und ihr seht hier, ich habe die Aufstellung eigentlich nicht verändert, außer dass jetzt Sessa am Sturm spielt, weil sich in diesem Speicherstand leider der gute Testrot verletzt hat. Und dementsprechend hoffe ich, dass Sessa diese Aufgabe ganz gut übernehmen wird. Und auf jeden Fall sehen wir uns im Spiel. Und das war der Anschluss und wir sehen uns in der ersten wichtigen Szene wieder. Und Kaiser, guter Lauf passt dort auf Kaiser, jetzt müssen wir aufpassen, dass der da nicht zu weit reinkommt. Kaiser kann noch einen Spieler ausnehmen und er geht in die Mitte und das ist ein Schuss und er geht daneben, zum Glück. Auf Rasmussen und Rasmussen auf Nikolai Sessa. Sessa in die Mitte auf Hochscheid und Hochscheid macht das Ding! Hochscheid macht das Ding nach einer tollen Vorlage von Nikolai Sessa, der ja eigentlich nur eingewechselt wurde, weil es eine Verletzung gab. In der 5. Minute hier zum 1:0 gegen Hannover 96. Und Dagu auf Orellana. Orellana in die Mitte auf Sessa und Sessa macht das Ding auch noch selber. Nikolai Sessa mit dem 2:0 gegen Hannover in der 12. Minute. Was für ein Traumstart. Und Sessa viel Platz jetzt. Sessa bringt den auf Hochscheid. Hochscheid nochmal auf Rasmussen. Und Rasmussen findet Orellana. Und Orellana macht das 3:0. In der 18. Minute das 3:0. Die Hannoveraner stehen hinten nicht sicher. Das sind die Stangen, die wir ausspielen. Und ich verstehe das nicht. Die CPU ist genau wie in den letzten Spielen. Da ist nichts dran verändert. Und jetzt verschießen wir einfach Hannover 96. So. Und Duxch hat da viel zu viel Platz. Duxch kann da laufen. Und er läuft auch runter, läuft auch runter, nimmt noch einen Spieler aus. Und das ist ein Schuss und Mendel hat den zum Glück. Und Fahndrich setzt sich da nicht gegen Stenderer durch. Und jetzt hat Stenderer Platz und er nimmt nochmal einen Spieler aus. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Prip auf der Außenbahn. Und Gudetti. Und Mendel. Mendel hat da zu viel Platz. Auf der Außenbahn. Meiner. Kommt zur Flanke und das zum Glück drüber. Rasmussen sieht Hochscheid hinten. Und er macht einen komischen Pass. Der macht einen ganz komischen Pass. Was macht denn da Hochscheid? Was macht denn da Hochscheid? Das soll dein Laufpass werden. Das soll dein Laufpass werden. Und jetzt wird es ganz gefährlich hinten drin. Mendel hat den Ball. Aber das ist noch nicht geklärt. Der ist noch nicht ganz geklärt. Der ist noch heiß. Der ist noch heiß. Gut, Daddy. Und oh mein Gott, der Pfosten rettet. Aber der Ball ist immer noch heiß. Und jetzt in der Mitte. Und das Latte. Und das drüber. Was ist das denn? Was ist das für eine Situation? Da komme ich ja selber nicht drauf klar. Und damit ist die zweite Halbzeit angepfiffen. Und wir sehen uns auch hier bei dem ersten Highlight wieder. Und jetzt ein wunderschöner Pass auf Duxch. Und Duxch hat da viel zu viel Platz. Gontor läuft mit. Gontor läuft mit, macht da den Schussweg zu. Mendel und Duxch kann da schießen. Und das ist der Anschlusstreffer. 3:1. Oder eher gesagt 1:3 aus Sicht der Hannoveraner. Es war eine Frage der Zeit, bis das klingelt. Sie hatten jetzt eine riesige Druckphase und wir standen hinten nicht gut. Und das habt ihr ja gesehen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier jetzt nicht auseinanderbrechen. Wie es ja Hannover bekanntlichermaßen am Anfang dieses Spiels getan hat. Und Hannover spielt das jetzt gut. Die sind heiß, hier noch was mitzunehmen. Und Rasmussen sehr hart einsteigen. Wenn er da richtig fällt, dann wird das eine rote Karte. Und wieder viel zu viel Platz. Auch in der Mitte viel zu viel Platz. Läuft denn da niemand mit?
Und wir können ihn zum Glück klären. Und jetzt hat ihn Krüger. Krüger mit einem schönen Ball auf Sessa, aber Sessa kann leider nicht an den Ball kommen. Ja, Guidetti, Guidetti. Auf Duxch, Duxch. Das heißt, sein zweites Tor zu machen. Und Duxch macht sein zweites Tor. Und damit wird das nochmal richtig spannend. Wir müssen endlich in der Defensive besser stehen. Das kann nicht so weitergehen, wie es bisher gelaufen ist. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Klar steht jetzt Hannover weit vorne. Die sind heiß drauf. Die wollen hier jetzt den Anschlusstreffer. Auf dem 3-3. Und Agu. Agu auf Hochscheid. Hochscheid legt den nochmal auf Agu. Aber Agu kann sich leider nicht durchsetzen. Aber das muss er natürlich abpfeifen. Das muss er natürlich abpfeifen. Und das ist eine gute Situation. Und Orellana schießt das Ding. Und der ist zu hoch. Nein, der kam aufs Tor. Aber Zieler kann den leider halten. Und gefährlich. Ganz gefährliche Situation. Ganz gefährliche Situation. Und er schießt und er geht zum Glück vorbei. Und zu viel Platz dort. Gonto hat zu viel. Und das ist das Tor. Es ist das 3:3 für Hannover. Ist das bitter. Wir geben ein 3:0 am Anfang aus der Hand. In der 83. Minute geben wir so eine Führung aus der Hand. Das gibt es nicht. Hochscheid geht jetzt raus. Und dafür kommt Kuposevic. Hydra nochmal auf Agu. Und Agu ist schnell, das wissen wir alle. Und Agu setzt sich da durch. Agu setzt sich durch. Und Franke kommt an den Ball und klärt den erstmal. Osea sieht Orellana da gut. Und Orellana kann da einfach mal drauf schießen. Und er geht aber leider nicht rein. Das gibt's gar nicht. Der auf Gonto und da kann er einfach mal schießen und Gonto schießt und das ist kein Tor. Und Orellana schießt da vielleicht einfach mal. Und Orellana! Was ist das? Was für ein Schuss von Orellana! Der ist drin! Der ist drin! Damit habe ich nicht gerechnet! Was für ein Schuss von Orellana zum 4:3 in der 92. Minute! Und damit sollte dieses Spiel entschieden sein. Und es ist entschieden! Wir gewinnen gegen Hannover 4:3 dank dieser Granate von Orellana. Das gibt's gar nicht. Was für ein Tor am Ende. Und dank so einem kranken Tor von Orellana sind wir jetzt 10. mit 23 Punkten. Wir wären zwar auch so 10. hätten aber nur 21 Punkte und dann wäre das alles nochmal viel knapper. So können wir uns sogar eine Niederlage erlauben, ohne runterzurutschen. Und das nächste Spiel ist gegen Jahn Regensburg. Und gegen Jahn Regensburg gehen wir auch mit genau der Formation rein, gegen die wir auch gegen Hannover gespielt haben. Es hat ja alles super funktioniert. Sessa hat einen sehr guten Job gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Simulation gegen Regensburg aussieht. Ein Sieg wäre nochmal ganz, ganz wichtig. Regensburg hat in letzter Zeit 3 Niederlagen gehabt. Und das ist die nächste Niederlage für Regensburg mit einem 1:0 für uns. Und das nächste Spiel in der zweiten Bundesliga ist gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth ist momentan 15. und ich würde sagen, never change the running system. Und deshalb gehen wir genau mit der Mannschaft, mit der wir auch gegen Regensburg reingegangen sind und gegen Hannover in diese Simulation. Und ich hoffe natürlich, dass das ein gutes Ergebnis wird. Und dementsprechend schauen wir uns das jetzt an. Fürth hat auch keine gute Strecke gehabt, aber es wird für uns auch nicht so richtig gut. Es wird nur ein 0:0. Naja, es geht schlechter, man hätte es auch verlieren können. Aber natürlich wären 3 Punkte aus so einem Spiel schöner gewesen gegen einen Gegner, der ja gegen den Abstieg kämpft. Und Louis Samson möchte den Verein verlassen. Und dem stimme ich zu, er kann gerne den Verein verlassen. Er hat bei uns wenig gespielt, das ist nun mal so. Und dementsprechend, er will gehen. Ich lasse ihn gehen und wir haben auch schon das erste Transferangebot. Und ich schaue mal, was ich raushandeln kann. Und ihr seht dann das Ergebnis. Und wir bekommen für Louis Samson immerhin noch 1,65 Millionen Euro. Und das ist für einen Spieler, der sowieso gehen wollte, doch eigentlich echt eine gute Transfersumme. Samson ist jetzt auf jeden Fall verkauft und jetzt haben wir ein monatliches Scouting-Update und ich bin natürlich sehr gespannt, was wir da finden werden. Bruno Winter sieht jetzt nicht sehr interessant aus, muss ich sagen. Jakob Grüne sieht auch nicht sehr interessant aus und Nils Schinke sieht auch nicht sehr interessant aus. Dementsprechend ziehen wir da keinen richtig guten Spieler raus. Trotzdem können wir jetzt mal in die Fußballschule schauen. Einfach nur, dass ihr euch das mal anschauen könnt, weil die Talente, da habe ich ja letztes Mal nur namentlich genannt
und nur die Position dazu und ihr konntet euch ja noch gar keinen richtigen Überblick darüber verschaffen. Und meine neuen Talente sind, wie gesagt, Kai Klein als Torwart. Er hat jetzt schon eine relativ gute Gesamtstärke und ein Potenzial von 81 bis 94. Wenn wir den weiter trainieren, wird aus dem auf jeden Fall was Ordentliches. Und Maximilian Pott mit einer 49er Gesamtstärke hat ein Potenzial von 86 im besten Fall. Ich hoffe, dass das mit dem dynamischen Potenzial nochmal ein Stück besser wird. Und ja, Leute, jetzt befinden wir uns in der heißen Phase, in der Transferphase. Ich zeige euch jetzt nochmal die gesamte Mannschaft. Und ich werde jetzt so langsam runterscrollen und euch dabei erzählen, was ich damit sagen will. Ich lasse euch die Wahl. Wen soll ich von diesen Leuten hier verkaufen? Das könnt ihr mir unten in den Kommentaren schreiben. Und ich werde ihn dann auf die Transferliste setzen und bei einem guten Angebot verkaufen. Und dann eben auf einen neuen Spieler gehen, den ihr ebenfalls bestimmen könnt. Aber den frage ich erst ab, wenn wir wissen, was wir für Transferbudget haben. Bisher haben wir eben nur 1,79 Millionen. Und damit werde ich auf einen Spieler angreifen, der schon feststeht. Und das ist der liebe Nico Williams von Liverpool. Und vielleicht kriegen wir ihn, wenn nicht, dann muss ich noch ein wenig sparen darauf. Er wurde vorgeschlagen, das seht ihr in dem letzten Video. Und den möchte ich sehr, sehr gerne verpflichten. Er wird noch gescoutet und wenn ich den Abschlussbericht habe, werde ich ihn auf jeden Fall kaufen. Und von daher, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr von der Aue-Karriere nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von Erzler Games. Haut rein!